zeichne jetzt in ein klassisches Design aus den 60er Jahren einen Eierbecher, der voll verchromt ist. Das ist ein relativ anstrengendes oder für den Laien lästiges Objekt. Es ist ein Objekt, wovon ich weiß, dass es natürlich rund ist. Das heißt, in der Ansicht muss ich das konstruieren mit Ellipsen, die übereinander liegen. Und hier ist es dann allerdings auch wichtig, immer zu beobachten und nicht zu sehr dem verhaftet zu bleiben, was ich weiß über diese Form. Also ich muss immer das, was ich sehe, auf die Zeichnung übertragen. Ich habe begonnen mit einem 2H, um so eine Orientierung in der Zeichnung zu kriegen. Also ich mache lockere, etwas suchende Umrisslinien. Und wenn ich das Gefühl habe, die stimmen, also ich kann mich auch ein bisschen verzeichnen, dadurch, dass ich einen harten Bleistift gewählt habe, sind die Spuren also nicht so dramatisch, dass ich nachher Angst haben muss, dass sie allzu doll auffallen. So, ich habe den oberen Teil relativ sicher, ich bin mir da relativ sicher. Einen unteren Kranz auch. Und jetzt wechsle ich den Stift und nehme einen etwas weicheren Stift und gucke mir an, eigentlich nur, wo ist das Objekt sehr dunkel, wo ist es hell. Diese verspiegelte oder metallische Oberfläche hat eben den Vorteil, dass es sehr starke Kontraste gibt. Das ist allerdings auch das, was den Anfänger ein bisschen sehr vorsichtig macht. Und die Partien, bei denen ich mir sicher bin, dass sie sehr dunkel sind, die strukturiere ich jetzt in diesem zweiten Schritt schon mal vor. Und bei dem Objekt muss ich mich darauf gefasst machen, dass es einige Reflexe gibt, die sehr ungewöhnlich sind. Also normalerweise würde man sagen, der eine Teil hier ist im Dunkeln, der andere Teil hier ist auch dunkel. Aber es gibt natürlich von allen Seiten auf solchen Objekten immer Reflexe. Und da muss ich eben besonderes Augenmerk auf die Partien richten, die besonders hell bleiben, also wo helle Reflexe übrig bleiben und andere Partien, die dunkel sind. Also wenn ich mir noch in der Dunkelheit unsicher bin, ist es ratsam, eben ein HB zu Hilfe zu nehmen und nicht sofort mit den ganz dunklen Tönen, also die 4, 5, 6, 7, 8B Härtegrad, mit denen also nicht zu beginnen, weil das dann bleibende Schäden nach sich ziehen kann. Ich kann auch in diesem Schritt der Zeichnung bestimmte Partien, wo ich weiß, die bleiben, werden nachher hell und von Dunkelheiten eingerahmt, die kann ich eben auch so
schon mal vor, vormarkieren und kann mich in dem übrigen Raum, der dann entsteht, ein bisschen freier bewegen. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel diesen Punkt erstmal nicht berühre, dass der bis zum Ende, bis ich mich später entscheide, wie der dann aussieht, dass da auf dem Papier nichts passiert. Ich habe hier zum Beispiel gemerkt, dass ich diesen unteren, sozusagen wie beim Hut, die Krempe viel zu weit gemacht habe. Und deswegen entscheide ich mich hier für eine Korrektur. Und weil mir das jetzt ein bisschen zu mit dem HB ein bisschen zu lange dauert mit der Dunkelheit und weil ich jetzt auch so ein bisschen weiß, wie der Hase läuft und ich ein bisschen schneller vorankommen möchte, wechsle ich zu einem 4B, der einen bisschen dunkleren Strich macht, um die Dunkelheiten jetzt ein bisschen schneller einzugrenzen.
Man sieht, dass die Zeichnung, die ich bisher gemacht hatte mit dem HB, dass die im Gegensatz zu diesen dunkleren Strichen des weichen Bleistifts vollkommen zurücktritt. Und das ist auch so eine Erfahrung, die man beim Zeichnen macht, dass man am Anfang schon denkt, oh, es ist schon wahnsinnig viel passiert und es ist schon dunkel und ich sehe überall diese Striche. Und die Striche werden aber im Verlauf der Zeichnung immer von weiteren Schichten überdeckt, sodass da noch viel mehr passiert. Also man kann, wenn man solche Sachen natürlich öfter macht und da eine etwas größere Erfahrung hat, immer angstfreier vorgehen und das, was am Anfang passiert, sofern man nicht sozusagen ganz grobe Schnitzer macht in der Anlage, das immer weiter vernachlässigen und dann die Geschichten, die am Anfang passiert sind, immer stärker in den Hintergrund treten lassen. In den Partien, die ein bisschen heller erscheinen, wo das so ein helleres Grau ist, wechsle ich jetzt in dieser Phase der Zeichnung gar nicht mehr den Stift, sondern ich versuche die Unterschiede so herauszuarbeiten, dass ich in den Partien, die eigentlich heller sind, nicht so stark aufdrücke und in den Teilen der Zeichnung, wo ich mir sicher bin, dass die dunkler werden sollen, dass ich dann da einfach stärker aufdrücke. Ich gehe ja auch nicht die Form nach, also ich behalte immer meine Handhaltung, so wie ich auch schreiben würde, bei. Ich halte es persönlich nicht für sinnvoll, die Form nachzuempfinden. Also meine Arme stark zu verändern, wenn ich sozusagen die Form nachziehe oder sowas. Bei sämtlichen Objekten gilt, je stärker ich mich oder je besser ich das Objekt ausleuchte, je weniger Lichtquellen das Objekt ausgesetzt ist, also je klarer die Schatten verlaufen, je klarer der Lichtverlauf, desto weniger Schwierigkeiten habe ich mit Reflexen, mit dem Schatten. Es spielt auch eine Rolle, wie ich das Objekt inszeniere, ob ich das am Fenster stehen habe und im Raum zum Beispiel noch mehr Lichtquellen sind, sodass ich viele verschiedene Schatten habe, oder ob ich das nur von einer Lampe angeleuchtet habe oder zum Beispiel im Freien arbeite bei Sonnenschein, wo es eine ganz klare Lichtsituation gibt. Also je einfacher das Objekt ausgeleuchtet ist, desto leichter wird auch die Zeichnung.
Das andere geht auch, aber man muss sehr viel stärker sich konzentrieren und überlegen, beziehungsweise beobachten, vergleichen, wo kommt das Licht her, was produziert welchen Schatten, wo kommt jetzt dieser Reflex her. Je einfacher der Aufbau ist, desto leichter wird dann auch die Zeichnung desselben. So, das Objekt ist relativ weit gezeichnet und jetzt beginne ich mit dem Schatten, den das Objekt wirft. Das ist in der Regel die größte Dunkelheit. Da kann ich ordentlich aufdrücken. Und da dieser verchromte Eierbecher eben sich auszeichnet durch diese scharfen Kanten, ist es sinnvoll, am Ende nochmal die ganzen Kanten nachzuschauen, ob das vielleicht noch ein bisschen präziser geht. Ob ich irgendwelche Grenzlinien übersehen habe. Sozusagen alle Bereiche des Objekts nochmal sich anzuschauen und überprüfen. Und da es jetzt sinnvoll ist, beziehungsweise da es ein Objekt ist, wo es fließende Übergänge gibt oder sehr feine Übergänge zwischen Hell und Dunkel, kann es Sinn machen, an diesem Punkt auch nochmal einen härteren Bleistift wieder zur Hilfe zu nehmen und dann eben diese Partien nochmal so ein bisschen zu überarbeiten, um dann nochmal so einen helleren Grauton reinzubringen und vielleicht auch nochmal die ganze Sache zu verfeinern. Das muss nicht sein, also man könnte sozusagen an diesem Punkt
die Zeichnung auch beenden. Aber man kann sozusagen jetzt noch diese ganzen Grauschattierungen ein bisschen stärker ausarbeiten. Das macht die ganze Sache dann weicher. Oder ich kann an diesem Punkt zum Beispiel hier so einen Lichtreflex, der mir am Anfang besonders stark aufgefallen ist und wenn ich jetzt länger auf dieses Objekt gucke, den Eindruck habe, der ist eigentlich gar nicht so stark, dann kann ich den auch einfach nochmal mit einem härteren Bleistift einfach überzeichnen und den Reflex ein bisschen zurücknehmen, ohne dass ich jetzt wahnsinnig aufpassen muss. Und kann auch diese Partie noch mal ein bisschen überprüfen, wenn ich den Eindruck habe, das Innere ist vielleicht auch ein bisschen matter als die Umgebung, kann ich hier auch noch mal ganz locker die ganze Sache überschraffieren, ohne dass ich jetzt sehr viel an dem Kontrast verändere oder den Kontrast zerstöre. Und mit dem harten Bleistift kann ich zum Beispiel jetzt sozusagen nochmal eine Schlussredaktion machen, hier bei diesen Partien, wo ich dann auch merke, die sind eigentlich doch dunkler. Es gibt in der Fläche, die ich hell gelassen habe, eigentlich nur in der Mitte einen weißen Reflex, der wirklich ganz weiß ist. Und da ich nicht besonders stark aufdrücke und auch außerdem dann eben noch einen harten Bleistift benutze, kann da eben nicht viel passieren. Also es wird immer hell bleiben, aber in dieser Helligkeit kann ich eben auch noch ein bisschen arbeiten. Und dadurch dann diesen mittleren Steg, der wirklich ganz hell leuchtet, nochmal absetzen gegenüber dem Rest. So, das ist im Prinzip der Eierbecher. Es gibt jetzt noch zwei Überlegungen, die man jetzt anstellen könnte am Ende. Ich habe ja mich hier am Anfang verschätzt mit der unteren Linie. Entweder ich sage, das stört mich nicht weiter. Es gibt bei Zeichnungen eben diesen suchenden Strich. Also hier stehen auch ein paar Konstruktionslinien über. Man kann auf dem Standpunkt stehen, dass man nachher sagt, ach, das geht sozusagen in der endgültigen Zeichnung unter. Das kann ich stehen lassen. Oder wenn man ein bisschen pingeliger ist und einen das stört, dann kann man die auch mit dem Radiergummi wegnehmen. Eine zweite Geschichte ist, hier gibt es eine Schattenkante, eine Lichtkante, die direkt hier unten drunter ist. Also unter diesen ganzen Graustufen. Die sieht man ja auch, dass es da so ein bisschen heller ist, aber wenn ich auch wieder pingelig bin und mir diese Lichtkante besonders wichtig ist und ich mich da sozusagen, wie ich jetzt gerade verrannt habe und die Lichtkante eben doch noch ein bisschen herausheben will, dann nehme ich ein Radiergummi und versuche da eben ein bisschen von dem Graphit wieder wegzunehmen und entsprechend diese Helligkeit wiederherzustellen. Also ich nehme jetzt auch mal die Konstruktionszeichen, also die Linie unten drunter weg, damit das Ganze ein bisschen sauberer aussieht. Und da diese Linie jetzt ein bisschen durch den Radiergummi unscharf geworden ist,
ziehe ich da den Kontrast nochmal nach. Nehme hier wieder einen HB, der nicht so viel Schaden anrichten kann, wenn ich vorsichtig bin. Und versuche diese helle Stelle nochmal ein bisschen klarer nach oben und unten abzugrenzen. Wie gesagt, das sind zwei Maßnahmen, die müssen nicht sein. Ich denke, eine Zeichnung geht auch so. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu reparieren. So, das ist der Eierbecher.